Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Duncan Rumpa in Kapitel 4 und ich weiß gerade gar nicht, wo wir waren. Ich glaube, wir waren einfach dabei, zum Restaurant mal wieder zu gehen, nachdem wir im letzten Part... Lasst mich mal ganz kurz überlegen, was war denn im letzten Part? Ach ja, es war das Nukuma-Theater. Ach ja, stimmt. Wir haben herausgefunden, dass Ogami der Maulwurf ist und jetzt sind alle nicht mehr so begeistert von ihr, außer Aoi. Und ich glaube, Kyoko mag uns immer noch nicht. Oh, hi. Guten Morgen, Kyoko. Guten Morgen, Kiri. Cockblock, sagt man dazu auch. Immer noch diese kalte Schulter. Habe ich sie wirklich so sehr angepisst? Aber Kirigiri ist nicht der Einzige, der sauer ist. Die Anspannung ist bei jedem Grad sehr hoch seit letzter Nacht. Es fühlt sich wirklich so an, als ob bald etwas losbrechen könnte. Mann. Aber zumindestens muss ich mich mit Kirigiri wieder vertragen. Die stellt sich aber auch an, das Mädchen. Die ist wahrscheinlich unglücklich verliebt, so. Ja. Guten Morgen. Oh. Keine Sakura. Ja, nix. Immer noch gut drauf? Immer noch gut drauf? Was soll das denn bedeuten? Denke ich mal, dass es so in etwa ist, weil ich glaube nicht, dass er fragt, ob ich immer noch trete. Du hast so lange gebraucht, um herzukommen. Er hat sich Sorgen gemacht. Du Dummkopf. Kawatogami, was tut ihr zwei denn hier? Zuflucht suchen, sagen sie. Zuflucht? Nee. Jetzt schau nicht so verblüfft. Ich bin hier, um mich selber vor dem Lakaien des Drahtziehers zu beschützen. Den Lakaien von Drahtzieher? Du meinst Ogami? Und dann wurde es mir klar, Ogami war als einziges nicht in der Cafeteria. Warte, wo ist Ogami? Damare. Wenn sie hier wäre, wäre ich es nicht. Das ist ganz genau, warum ich hier bin. Um Zuflucht vor der Bedrohung zu suchen. Bedrohung? Warum handelt Sakura so sehr wie eine böse Person? Tosender. Warum würde ich das denn nicht? Dass sie hier ist, ist nicht fair. Was meinst du damit nicht fair? Ein Spiel muss fair sein für alle Beteiligten, aber ein Maulwurf als Spieler ist überhaupt nicht fair. Das ist dein Grund? So bescheuert. Nantato. Bescheuert? Erinnerst du dich nicht an den Einsatz von diesem Spiel? Unsere Leben. Du bist dumm. Nee. Hey, anstatt uns zu zanken, warum überdenken wir die Dinge nicht noch einmal? Warum denkt ihr, dass der Drahtzieher Ogami aufgegeben hat? Weil er sie zurückbekommen wollte oder nicht. Dieses ganze Auge-um-Auge-Scheiß. Denn ich bezweifle, dass das ein einziger Grund ist. Ich bin bereit zu wetten, dass er sie den Hain vorgeworfen hat. War auch ein Motiv für uns. Aha, denke ich nämlich auch. Angst und Zweifel. Führt zu Missklang, Unstimmigkeit und ultimativ zu Feindseligkeit. Das war ja auch so, was ich im letzten Part gesagt habe. Er hat zwar gesagt, nein, das ist kein Motiv, aber im Endeffekt ist es ja doch eins, ne? Wenn alle jetzt wissen, oh, sie arbeitet wahrscheinlich für den Drahtzieher, wer traut ihr dann noch? Beziehungsweise, wer denkt vielleicht, oh, vielleicht sollte ich sie eher aus dem Weg räumen, bevor sie die Initiative
erlangt. Sie ist ja schon ein Monster. Dieses Gestreite, dieses am Hals des anderen sein, das ist doch genau, was der Drahtzieher wollte. Und trotz all dem wollt ihr immer noch weiterhin streiten. Das ist es nicht, was ich will, nein. Aber wie soll ich denn alle dazu bringen, Sakura zu vertrauen? Ich würde ihr sofort innerhalb von einem Herzschritt glauben, wenn sie den Drahtzieher wirklich besiegen würde, Mann. Auf gar keinen Fall. Was ist es, wenn sie es wirklich versuchen würde und ihr etwas zustoßen würde? Ich sehe kein Problem. Was? Ogamis Tod bedeutet doch nur, dass es eine Person weniger auf der Drahtzieherseite gibt. Ich sagte, kein Problem. Warte, Tsugami. Außerdem, wenn sie sterben würde, Problem gelöst. Bitch slapped. Wofür war die? Du bist ekelhaft. Du bist ein Monster, ein absolutes Monster. Er wurde gebitchlappt. Rede weiterhin und du wirst es sein. Du wirst es sein. Der sterben sollte. Ich soll sterben? Außer Frage. Warum versuchst du es denn nicht? Na los, versuch und töte mich. Das sind doch die Regeln. Du denkst, es würde ich nicht? Asahina, komm runter. Ich bezweifle, dass Ogami es wollen würde, dass ihr darüber streitet über sie. Aber das ist genau, was der Drahtzieher will. Was, willst du mich etwa nicht töten? Wiedersehen. Ich gehe in mein Zimmer. Oh, sie schaute vor Wut und Asahina aus der Cafeteria. Manchmal bin ich echt. Diese Hure! Wie kann sie es wagen, zu meinem weißen Ritter so zu sprechen? Sie wird brennen! Nichts weiter als die Hysterie einer Frau. Überhaupt kein bisschen amüsant. Sieht so aus, als ob du kaum etwas auf die menschliche Emotion gibst, Togami. Was ist dein Punkt? Nein. Eine kleine Warnung. Irgendwann kommt es auf dich zurück und wird dich heimsuchen. Mein großer Dank für deinen kleinen Tipp. Ich werde sicher sein, dass ich darauf überhaupt nicht achten werde. Oh man, yo, dudes. Da sagt er, sollen wir uns ein bisschen was schnappen, ey? Oder vielleicht nicht. Die Situation ist im Arsch. Ja, die Cafeteria. Viel in Stille, als wir alle sie hinter uns zurückließen. Und in unsere Schlafzimmer gingen. Oh Mann, das ist im Moment echt alles nicht so schön, ne? Würde ich mal sagen. Was soll ich denn jetzt tun? Oh, Free Time. Ja, dann, wen daten wir denn jetzt? Die scheinen alle nicht besonderlich begeistert gerade drauf zu sein. Ich gucke erstmal die Map an. Falscher. Da. Ah, die Map. Wo seid ihr denn alle, meine Süßen? Nicht da. Nicht da. Nicht da? Überhaupt, wo ist denn Ogami? Kirigiri, Yasuhiro, Asahina. Ach, hier ist sie. Also sie ist wirklich hier. Gehen wir mal hin. Ich speichere nochmal, bevor ich wieder irgendwas verschwende.
Ja, eigentlich wollte ich ja nochmal Kiri auf jeden Fall daten und Togami auch nochmal und eigentlich alles ist jetzt so ein bisschen... Dich nicht. Alle außer ihn. Hallo? Hallo, magst du mich schon ein bisschen mehr? Nein, sie schmollt immer noch. Boah, die stellt sich so an, Mister. Jetzt weiß sie doch schon, was los war und sie schmollt trotzdem weiter. Nein, mit dir rede ich nicht. Du bist blöd. Du hast mir nicht sofort gesagt, was los war. Mimi. Wie heißt Sakura? Ich kann gerade nicht in die Details gehen, aber erlaube mir nachzudenken, bis zur richtigen Gelegenheit zu warten. Soll ich mit Ogami abhängen? Ach komm, die hatten sie noch nicht. Warum nicht? Ist das akzeptabel? Sagst du etwa, du bleibst an meiner Seite, obwohl ich dir jetzt nichts sagen kann? Du bist wirklich ein seltsamer Typ, Neugi. Ja, warum nicht? Ich meine... Tja, wir haben nichts gesagt. Ich blieb einfach nur an Ogamis Seite. Toll. Wir haben sie noch nicht gedatet, also warum nicht? Vielleicht haben wir ja sogar was Kleines für sie, um sie aufzumuntern. Sie steht doch so auf Proteinzeug, ne? Hier, Sodiumchlorid. vielleicht nicht. Ja, das ist jetzt, das weiß ich nicht. In Affäre? Ja, nicht, nein. sowas vielleicht. Das sind alles so Sachen. Ich glaube nicht, dass ich das mögen würde. Ja, was geben wir dir denn? Was ist das denn? Jiu-Jitsu vielleicht? Wir nehmen das mal. Du würdest mir wirklich so ein fantastisches Item geben? Hm. Nagi. Hä? Etwas an die erinnert mich an ihn. Tut mir leid. Beachte mich nicht. Auf jeden Fall. Ich fühle mich ein bisschen besser. Du hast meinen Dank. Oh, okay. Das war auf jeden Fall gut. Hä? Ich will immer noch Zeit. Hä? Aber ich habe jetzt keine Report Card bekommen. Warum? Warum denn nicht? Ach, das ist doch doof. Wisst ihr, da denke ich mir einmal auch, dann daten wir sie. Und was ist? Ja, toll. Geht nicht. Oder ging schon, aber ich habe im Endeffekt nichts bekommen, obwohl sie das Item toll fand. Fukawa. Ach, wenn immer Fukawa. Komm. Und so kann ich immer noch laden. Wenn wir wirklich überhaupt nichts bekommen an Informationen jetzt. Wann werden wir in der Lage sein, hier rauszukommen? Obwohl, es ist ja nicht so, als ob da etwas auf mich wartet. Ach ja, dann laden wir mal Fukawa ein. Nein. Was? Bemitleidest du mich? Natürlich würdest du mich nirgendwo hin einladen, wenn es nicht... aus Mitleid wäre. Oh. Gut. Hallo, was willst du denn von mir? Bin ich ein weißer Ritter? Vergesst das nicht. So, ich glaube, ich weiß schon, was wir für sie haben. Nein, das nicht. Ich finde das jetzt echt schade, dass ich mit Ogami nichts machen konnte. Hatte ich nicht. Ja. Ein Stift, bitte. Ich werde dir nicht für vergeben. Bitte was? Dafür, dass du so nett zu mir bist. Ich werde dir nie für vergeben. Okay, das war gut. Aber bei ihr passiert was noch wenigstens etwas. Sie steht da nur. Braucht sie was? Sie sagt nichts. Vielleicht sollte ich mit dem Gespräch anfangen. Fukawa? Was? Willst du etwa reden? Na gut, wenn du darauf bestehst. Na dann sag was. Tja, das war's. Schritt 1.
Hey, also, was tust du denn so in deiner Freizeit? Wieso willst du das wissen? Warum? Tja, ich meine, wir sind hier zusammen eingesperrt, also habe ich gedacht, es wäre am besten, wenn wir uns kennen würden, weißt du, als Freunde. Was? Was hast du gerade gesagt? Hä? Es wäre am besten, wenn wir uns als was kennen würden? Als Freunde. Nein. Denk nicht, dass ich einfach so in deine Falle steppen? Nein, in deine Falle treten würde. Ich habe das schon einmal passieren lassen. Du bist ein Idiot, wenn ich das gleiche Schicksal wieder erleiden werde. Das gleiche Schicksal alleine? Was ist passiert? Außerdem, das ist ja doch nur von der Zunge gerutscht, oder nicht? Weil, dass du mich kennenlernen möchtest. Du hast doch ganz offensichtlich kein Interesse an jemandem wie mir. Ich sag dir, ich bin mir das sehr gut bewusst. Sorry, das stimmt nicht. Na, jedenfalls, beantworte mir das. Was? Du weißt doch sicher, dass ich das der ultimative Bücherwurm bin, ja? Ja, natürlich. Und du hast auch ziemlich viele Literaturpreise gewonnen. Dann sag mir... Oh Gott. Wegen was für ein Genre bin ich bekannt? Du sollst doch kein Problem haben, das zu beantworten, wenn du so interessiert in mir bist. Yaoi Fiction könnte ich mir aber ja auch vorstellen, aber es ist Romance. Romanzen, richtig? Oh Mann, du wusstest das? Dein Masterpiece-Romanzenbuch war While the Sand on the Shore Still Lingers. Hat die, oh Gott, Fischermänner ziemlich beliebt gemacht für junge weibliche Fans, richtig? Warum weißt du das? Es ist ja doch ganz sicher nicht auch nur im geringsten von Bedeutung. Etwas über mich. Schon wieder, das tue ich aber. Wir sind Freunde, oder nicht? Es verbrennt. Deine Nettigkeit verbrennt so. Und sie rannte weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, was gerade passiert ist, aber ich denke, ich habe einen schlechten Eindruck hinterlassen. Oh, das ist so gemein. Ich habe gar nichts getan. Nachdem ich mich hier Zug habe getrennt, ging ich wieder mein Zimmer. Yay. Obwohl wir echt Zeit verschwendet haben wegen Ogami. Das ist ein bisschen blöd. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich jemand anderes gedatet. Ne? Aber jetzt ist es zu spät. Ich hätte zwar noch mal laden können, aber das dauert auch immer so. Naja, wir haben sie ein bisschen aufgemuntert, immerhin. Ja, Leute, es ist mal wieder 10 Uhr, geht in euer Bett und bla bla bla. Gute Nacht, ich gehe mich besaufen. Der Tag ist schon vorbei. Das wird wieder eine ruhelose Nacht werden. Wir hatten noch überhaupt keine Chance, irgendetwas wegen der Situation mit Ogami zu unternehmen. Und jeder ist gerade wirklich sehr anfällig. Ich habe nur die Hoffnung, dass nichts heute Nacht passiert. Ui, Hoffenwanne. Oh, Babykrabben! Oh nein! Ich weiß immer noch nicht, ob das Krebs heißt oder Krabbe oder ich glaube, es ist eine Krabbe, oder? Nachdem ich den Vorschlag von der Krabbe abgelehnt habe, wollte die Lady vom Hilfecenter einfach nicht aufhören, mich anzurufen. Okay, es war keine Krabbe. Scheiße, Krebs? Doch ein Krebs? I don't know. Das nächste, was sie mir vorgeschlagen hat, war eine Krabbe. Jetzt aber wirklich eine Krabbe, mein Gott. Mann, wie sehr magst du denn bitte Krustentiere, Mädel? Ganz offensichtlich habe ich es abgeschlagen, aber dann sagte sie das. Und was ist? Und das ist ein ganz besonderes Angebot, nur für dich. Du könntest auch... wenn du auch rückwärts, anstatt nur zur Seite laufen könntest. Es ist immer noch nur rückwärts und seitlich. Verdammt damit, ich will nach vorne gehen. Ich hörte, wie die Lady durch das Telefon seufzte und dann fing sie fort.
Naja, fuhr sie fort. Du verstehst einfach nicht, wie wunderbar Krabben sind. Hast du nicht das Buch? Hast du nicht von der Krabbe und der Affe gehört? Natürlich habe ich davon gehört. Ich kenn's ja sehr gut. Das ist der verdammte Punkt davon. Oder der verdammte Zweck davon. Eine Krabbe besiegt einen Affen in einem Märchen. Na und? Unsere geizige, moderne Society ist kein Märchen. Kein Märchen, ja. Filme über Affen sind populär. Aber Krabbenfilme würden das nicht sein. Affeninspirierte Klamottenlinien. Haben die Klamottenindustrie wie einen Sturm erobert. Aber Krabbenkleidung könnten das nicht. Es gibt einfach keine Verwendung für Krabben. Lern verdammt nochmal das Marketing, Mann. Also, ging ich mit der sicheren Option und hab mich entschieden, ein Bär zu werden. Und so wurde Monokuma geboren. Ja, ich finde ihn noch süßer als so eine Krabbe in Schwarz-Weiß. Stellt euch das mal vor, voll eklig. Ahaya! Ja? Ahaya? Ach nee, doch, Ohio. Im zweiten sagt er Good Morning, ne? Okay. Wir müssen uns erstmal um den Ärger mit Ogami irgendwie kümmern. Ich schau mal, ob wir das während des Frühstücks besprechen können. Wenn noch nichts passiert ist die Nacht über. Ich finde es sehr mysteriös, dass... Oh Gott, verjag mich nicht. Dass wir letzte Nacht nämlich... Am letzten Tag schon mit Ogami nichts mehr machen konnten. Ah! Was? Ein Schrei? Es kam von der Cafeteria. Jemand da zum Sprechen? Nein, okay, dann laufe ich. Ich weiß gar nicht, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Schrei war. Ich habe einfach weiblich gemacht. Wenn Sache ja jetzt hier oder so war, dann ist halt Pech. Scheiße! Verdammt, Mann. Ich habe so viel Gras geraucht, da war meine Stimme gerade voll weibisch. Sorry, Dude. Wir haben jedenfalls Probleme, Naix. Große Probleme, Dude. Was ist denn los? Da drüben, Dude! Meine Augen folgten ein Part, der von Hakakule Zitternd Finger gezeichnet wurde. Asahina-san! Oh, Asahina? Was? Ist okay, was ist passiert? Genocider. Genocider, Dude. Genocider hat Hina gekillt. Kannst nicht auf euch zu prügeln, Mann, Dude. Außerdem, sie lebt doch noch. nein, sie ist doch gar nicht tot. Ganz egal, wie man es anschneidet, sie ist nicht tot. Was ist das passiert? Kaba und Hina, Mann, haben ganz plötzlich angefangen. Und dann... wurde ein bisschen... Oder ein bisschen Pfeffer auf den Tabletts umgeschmissen oder so. Ach so, ja, Pfeffer, ja, natürlich. Und das fuhr, hat er zum Niesen geführt. Deine Monster-Boobies und eine nette Figur. Es geht einfach zu weit. Schau mich an. Ich bin flach wie ein Brett. Das ist realistisch. Oder tönt ich mein dünnes... Meine dünnen... Oh Gott, wie heißt es denn? Die Bones da, die, Collarbone, das da oben, das, Schlüsselbein, mein dünnes Schlüsselbein. Mach dich an. Ja, keine Ahnung. Ach, was auch immer. Bringt einfach diese Kuh hier raus. Ihr unhübschen Typen, wenn ihr es nicht tut. Bitte was? Werde ich am Ende mich selbst befriedigen, indem ich sie zerschneide und zerhacke und so weiter, ins Stücke teile eben. Kommt schon, bring mir Asahina zu der Krankenstation. Gib mir eine Hand, Hakakule. Jo, klar, Dude. Darf ich ihre Brust total anpacken? Ich meine, was? Alter. Die ist so durch, die Frau. Ich dachte, sie killt nur süße Typen. Unsere Ohren waren voll von Genociders. Ja, hohen Gelächter. Und wir halfen Asahina von der Cafeteria zur Krankenstation.
Wir waren fertig damit, Asina First Aid ja Erste Hilfe zu geben. Und nicht lang danach hat sie sich wieder hier eingekriegt. Oh nein. Danke. Bist du sicher, du bist in Ordnung? Ja, das sind nur ein paar Kratzer. Aber das war voll knapp, Dude. Alles dank mir. Hätte ich nicht geschrien wie so ein kleines Mädchen, wär's jetzt fertig, Dude. Ja, vielen Dank und hab einen netten Tag. Das fühlte sich mehr feindlich als dankbar an, Mann, Dude. Aber echt, ey, was ist überhaupt vorgefallen? Das hat mich vielleicht überrascht, Dude. Ich hab fast gesehen, wie jemand vor meinen Augen gekillt wurde, Dude. Anstatt dass ich sie eingegriffen habe, hab ich einfach wie ein Mädel geschrien. Ich hätte echt Probleme gehabt zu schlafen, hätte ich das gesehen, Mann. Und ich möchte nicht meinen Schönheitsschlaf verkacken, Dude, ey. Als ein anderer Mensch finde ich das ziemlich ekelhaft. Danke. Ja, Sena, was ist denn genau da passiert? Tja, wir sind in ein kleines Argument geraten und ich hab's einfach. Ja. Ich hab's einfach übertrieben. Das Argument war doch sicher bei Ogami, oder nicht? Nemo. Ich wollte sie zuerst einfach ignorieren. Weil, weißt du? Du wirst es so nie durchs Leben schaffen. Wenn du versuchst, mit allem, was dir auf dem Herzen liegt, umzugehen. Aber sie hat einfach weiterhin diese schrecklichen Dinge gesagt und ich konnte einfach nichts anderes tun. Und bevor ich es wusste, bin ich zu ihr gerannt. Und hab versucht, zumindest 10 gute Hits zu landen. Ich denk nicht, dass 10 Schläge dazu zählen, bevor du es überhaupt wusstest. Und dann, während ihr zwei, euch geschnitten habt, hat sie zu Genocide rüber gewechselt. Ich weiß, wo ich, Katzen, hört doch mal auf, wo ich mich rein, gemacht habe. Ich konnte es einfach nur nicht ertragen. Ich meine, sie hat so viel Scheiße erzählt über einen guten Freund von mir. Fast wie aus dem Nix erschienen große Tränen in Asinas Augen. Und gerade als sie dabei waren, rauszukommen oder so, so überzufließen, vielleicht flog die Tür der Krankenstation so laut offen, dass ich dachte, sie würde zerbrechen. Und sie rannte rein. Asahina, oh Gott. Der Ogre, Sakura. Wo hast du diese Wunden bekommen? Oh nein, das ist gar nichts. Das ist kein großes Problem. Neigi, Hagakure, was ist da passiert? Ich war das nicht, Mann. Genocide hat's getan, Dude. Es war dieser verrückte Serienmörder. Ja, nicht schuld von dir, Alter. Oh oh. Du wagst es, einen Finger auf Asahina zu legen? Du wagst, wie kannst du es wagen, hinter Asahina her zu sein und nicht hinter mir? Wieso wagst du es? Okay, wir haben es verstanden. Hey, Dude! Mir geht's gut. Das war echt nur ein Kratzer. Oh, vielleicht wird's jetzt echt noch zum Mörder. Das ist nicht zu vergeben. Nicht zu vergeben! Meine Katzen pullen sich auch im Hintergrund. Sie sind genauso bescheuert. Ich bin derjenige, den du verschmähen solltest. Warum gehst du nicht auf mich los? Ich hab nicht wirklich ein Problem mit dir, Ogre, ey, Mann. Warum? Lass das doch mal. Er stolperte über seine eigenen Füße, während Takakula aus der Krankenstation ruckelte. Nur Momente später. Was ist denn los? Oh. Was ist denn dieses ganze Wirrwarr? Kirigiri stand vor der Krankenstationstür und nahm Hagakuras Platz im Zimmer ein. Oh ja. Es hört sich an, als ob was passiert ist. Kirigiri, du musst Ogami aufhalten. Mord. Ich muss nicht aufgehalten werden. Ich bin in Ordnung. Ich werde nichts tun, außer. Das wiederherstellen, was falsch war? Shut up. Wiedersehen. Warte, Sakura, warte! Asahina flüchtete aus der Krankenstation und rannte hinter Ogami her.
und hinterließ. Oh Gott, nur ein zwei. Jetzt habe ich Angst. Ha, hi. Okay, ich bin mental auch noch nicht vorbereitet. So wie Hajime im Spider. Ich kann sie jetzt noch nicht anreden, deswegen machen wir das im nächsten davon. Danke, Rumpa. Bis dann.